Herzlich willkommen um 11.33 Uhr. Haben wir es doch noch geschafft hier. Eigentlich war ich noch in der Sitzung, aber die war dann noch schneller vorbei. Und da ich in der Nachbarschaft hier dann jetzt historische Bilder sehe, habe ich gedacht, das müssen wir doch mal zeigen hier. Wir sind am Rathausufer, Mannesmannufer. Und hier wird ein Teil des ehemaligen Mannesmann-Gebäudes abgerissen. Und das ist sozusagen die letzte Trutzburg hier am Mannesmannufer. Hier dieser letzte Turm, was immer das war. Und da oben wird jetzt kräftig gehämmert und gebohrt. Und mit dem Einsatz von Wasser versucht man hier die Staubentwicklung möglichst niedrig zu halten. Bernhard Küpper ist in Australien. Herzlich willkommen. Und jetzt kriege ich hier ordentlich Wasser und Staub ab. Aber wir sind ja für euch immer im Einsatz. Und hier kommt irgendwas Neues hin. Ich glaube, irgendwas kommt da hin. Wohnungen, Büros, was auch immer. Ist ja hochbegehrt hier in der Innenstadt. Und ich bin ja ein großer Fan von Abbrucharbeiten, kann ich stundenlang zugucken, keine Sorge, machen wir nicht. Aber das ist doch immer wieder faszinierend, wie die Arbeiter da, die sind ja quasi auch Facharbeiter, unten in dem Kran sitzen und dann sozusagen aus der Ferne aus den Bohrer setzen. Aber da geht's ordentlich zur Sache hier. Und man versucht den Schmutz da durch diese Plane ein wenig abzuhalten. Das hier ist ein Neubau hier am Mannesmannufer, Rathausufer. Und die werden natürlich jetzt, das waren natürlich Wohnungen mit dem Ausblick, die waren nicht so billig, ne? Im Gegenteil, hier Mannesmannufer Nummer 4 ist das hier. Und insofern, das ist die neue Entwicklung der Straße. Das ist natürlich ein toller Blick hier, ein sensationeller Blick. Aber die werden im Moment auch nicht so happy sein über den Krach hier, als direkt am Nachbarhaus sozusagen die Abbruchbagger ankamen. Da, jetzt hat er oben, da wird jetzt also Wasser gespritzt hier. Bei der Hitze ist das natürlich auch heftig hier mit dem Staub. Aber Abbruch ist eben auch ein hartes Geschäft. Und da sind natürlich auch Experten am Werk. Die müssen ja wirklich auch haargenau hier an so einem Haus aufpassen, dass sie das Haus nicht beschädigen. Denn ansonsten gibt es ein Versicherungsproblem eben. Und deshalb werden die schon genau wissen, was sie da machen. So, wir gehen jetzt mal, ich zeige euch mal, wo wir sind. Wir sind hier ziemlich zentral an einer bekannten Stelle hier in Düsseldorf. Und wenn wir jetzt mal ein Stück hier rausgehen, dann sehen wir den Rheinturm hier. Und da vorne ist der Strand. Gehen wir nochmal, bis hier ist das Wasser aus. Ich hoffe, ich werde ja nicht überfahren. So, hier mein Lieblingsfluss. Mein Lieblingsfluss der Rhein. Schauen wir mal hier, blauer Himmel heute, schon sehr, sehr heiß. Und hier sind die Geschäfte der Schausteller noch zu. Und hier sehen wir schon ordentlich Schiffsverkehr da vorne. St. Lambertus, der Schlossturm, das Ergo-Gebäude dahinter. Die Oberkasseler Brücke. Und leider da drüben muss immer wieder mal gesagt werden, bei 744 der Kirmesplatz in Düsseldorf. Der dieses Jahr, der blieb. So, jetzt gehen wir noch mal ein Stück hier von der anderen Seite gucken. Bin ja mal neugierig hier auch. Das ganze Gebäude hier wird abgerissen. Also das ist ein Zirk. Guck mal hier, das ist da hier. Hund im Schnelllauf mit Fahrrad. So, hier, guck mal, hier steht schon. Hier entstehen neue Perspektiven. Ja, ne? So, jetzt gucken wir mal hier. So, da fällt einiges runter, da muss man ordentlich aufpassen. Gehen wir nochmal hier gucken. So, hier kann man so ein bisschen durch das Gebäude schauen. Ich erinnere mich noch, dass da 2015, das war hier auch eine Kantine im Erdgeschoss und das ganze Gebäude war dann auch, wenn ich mich recht erinnere, eine Flüchtlingsunterkunft. Und ich gehe jetzt nochmal hier ein bisschen durch. Gucken wir mal ein bisschen hier. So, jetzt gehen wir hier nochmal gucken. Oh, hier, hat man das Gebäude durchstoßen sozusagen hier. Und hier kann man auch durchgucken. Da hinten sieht man den Bagger. Und wir brauchen dringend neue Perspektiven. Achtung, hier entstehen neue Perspektiven. Das sollten wir uns eigentlich bei Zalbertus TV aufhängen. Das ist ein gutes Schild für uns. Mareike, vielen Dank für den Hinweis hier. Und hier werden nochmal neue Schläuche gelegt, damit das Wasser auch ordentlich fließt hier. Also, hier sieht man auch ganz gut nochmal.
Das ist die Wand von dem Neubau und da musste man sozusagen das alte Gebäude abrasieren, damit da nichts passiert. Ne? So sieht es dann am Ende aus. Ich gucke jetzt, boah, hier ist echt staubig. Okay. So, jetzt gehen wir da mal schauen, hier von hier so, damit ihr das auch, damit ihr das, ah, jetzt können wir nochmal. So. So. Jetzt haben wir hier einen guten Winkel. Hier sieht man es nochmal, hier oben. Da hat er seinen Bohrhammer nochmal richtig angesetzt. Na, wird er aber heute den Tag wahrscheinlich noch brauchen, um das Ganze hier abzureißen. Und neue Perspektiven entsteht. Also hier, ne, meine Lieblingsbagger hier, ist ja eher ein kleiner noch hier, Schwermontage. Immer wieder interessant, wenn die anrücken, wenn die sich hier aufbauen. Also werden die irgendwann auch nochmal ganz zeigen. Und hier ist jetzt der Meister mit dem Schlauch auch zu Gange da hinten. Schlauch ist gelegt. Und jetzt geht er nochmal los hier. Ist ja auch mein Kindheitstraum. Ne? Ich muss auch mal fragen, ob ich das auch mal machen kann. Ja, guck mal hier. Das ist doch großartig, oder? Liebe Freunde, Kollegen hier, endlich mal mit so einem Riesenschlauch hier, mit so einem Riesenschlauch hier arbeiten. Ne? Ah, hat er ordentlich Druck hier. Guck mal. Mal so einen Tag mit so einem Schlauch arbeiten. Muss ich mich mal bei der Firma erkundigen. So, der hält das jetzt da hoch. Und jetzt geht es von zwei Seiten sozusagen los. Naja, ihr Lieben, das war mein Eindruck hier. Zentrale Stelle hier in Düsseldorf am Mannesmann-Ufer. Und ich kann ja da stundenlang zugucken. Irgendwann fällt der Turm zusammen. Wir können ja mal gucken hier ab und zu, werden wir mal berichten. Hier entstehen neue Perspektiven, was da so alles dann auch passiert. Und stoisch hält da seinen Schlauch da. Ne? Ist doch gut hier. Kann man hier durchgucken. So, jetzt gehen wir mal hier zum Schluss. Nee, zum Schluss gibt es den Rhein nochmal. Also ich sage euch, hier ist staubig, hier ist nass. Und das wird die Anwohner da nebenan überhaupt nicht freuen, die da hinten auch nicht. Aber gut, am Ende wird es dann schön. Das Gebäude war nicht so schön hier. Und mal, ich habe jetzt gelesen, hier waren früher auch so historische Altbauten. Die hat man irgendwann abgerissen. Das war ein großer Fehler, weil die übrigen Altbauten hier auf der Straße ja sehr erhaltenswert sind. Und das war wirklich wahrscheinlich nur ein echt großer Fehler, damals das abzureißen. Für etwas, was jetzt einfach schäbig aussieht. Und da muss man sagen, ist auch gut, dass es abgerissen wird. Das war kein Jahrhundertbauwerk hier im Vergleich zu den anderen Häusern, die hier so sind. So, das war's mal hier vom Abriss. Es tut sich also was. Nochmal ein schönes Bild vom Rhein hier zum Schluss. Ich gehe mal hier drunter. Und das war 11:33 live heute. Dann doch fast pünktlich. Und fast pünktlich. Und guck mal hier, die Wirtschaft, Container. Immer wenn Container unterwegs sind, ist das gut. Und hier oben, da hat man den Überblick, wer Lust hat, da mal hochzugehen, nur zu. Und ein strahlend blauer Himmel heute hier am Donnerstag in Düsseldorf. Und alles gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschö mit Öl und bis 17:33 Uhr. Tschö.